Guten Morgen, ihr Affen. Guten Morgen, Chef. Jetzt brauche ich jetzt erstmal einen Kaffee. Wie geht's? Alles klar? Ja, noch ein bisschen verschlafen, hä? Ja. Kennst du einen Witz, einen guten? Nein, ich bin da. Nilva? Ja, Nilva, kennst du einen Witz? Nein, was ist das? Ein Witz, einen guten, oder kannst du erzählen? Nein, ich kann das nicht erzählen. Nicht? Ich kann in Portugies erzählen. Ja, mach. Nein, ich habe keinen Witz. Sie kennen brasilianischen Witz. Kannst du einen Witz? Nein. Auch nicht? Nein. Kann irgendjemand noch einen Witz? Du kennst keinen einzigen. Ah, ich kann einen Witz. Was ist das Gegenteil von 3 Sekunden? Was? 3 Sekunden? 0 Sekunden? Nein, 3 Sekunden. Ich bin auf der Suche nach einem perfekten Witz. Was? Ein Witz? Nein, und ich nach einem Remix. Nein, ich will einen Witz. Das ist ja kein Witz. Das ist kein Witz. Der Remix. Nein, einen Witz suche ich. Ja, keine Ahnung. Ich bin schlecht im Witz. Keine. Ich habe einen. Also erzähl. Eine Blondine geht in eine Metzgerei und sagt 500 Gramm Salami. Dann fragt der Metzger, geschnitten oder am Stück? Dann sagt die Blondine, ist das da unten ein CD-Player oder ein Futz? So ein Shit! Ist gut, he? Riesen Witz. Ja, wieso hat niemand einen Witz? Witz sind doch, die hat man doch an Petto. Da hat doch jeder doch zwei, drei Witz. Wo geht die Blondine hin, wenn sie an der Bushaltestelle mit ihrer Matratze sieht? Weiß nicht. An das Bewerbungsgespräch. Gut. Kennst du einen Witz? Ja. Kann auch so schlecht sein. Also das Ding an dem Witz ist ja immer, man kennt, jeder kennt einen Witz. Aber ja. Die wenigsten könnten einen Witz gut erzählen. Ja, bei mir ist es eben auch so, ich kann keinen Witz gut erzählen. Ja, erzähl mal schlecht. Immer in dem Moment, wo es darauf ankommt, erzähl ihn schlecht. Versage ich. Nein, es gibt keinen Witz. Doch, irgendeinen blöden. Mir kommt jetzt so spontan. Das ist doch, jetzt so der Leistungsdruck vor der Kamera. Ich weiss jetzt genau, was die Leute im Fernsehen müssen spüren. Ich weiss einfach keinen. Andrea, weißt du einen Witz? Ein Witz? Irgendeiner kann auch so schlecht sein. Ich weiß einen einzigen Witz. Gut. Ich hasse das immer, weil ich mir, kann mir ja keine Witze merken kann. Und dann habe ich irgendwann gesagt, den merke ich mir. Dann habe ich immer einen. Das ist ja auch irgendwie doof. Gut, erzähl. Wie sagt man an einem türkischen Waisenkind? Ist jetzt das ein rassistischer Witz? Das kann ich nicht sagen. Du machst Rassismus. Das brechen wir jetzt ab und wir lassen es so stehen und sind uns bewusst. Andrea Fier ist eine Rassistin. Ist jetzt so drauf, wir beenden den Witz. Nein, ist gut. Nein, du darfst machen. Wie sagt man einem türkischen Waisenkind? Kebab, kemam. Ah! Das ist doch herzig! Das ist nicht rassistisch. Das ist für unsere türkischen Freunde aus tiefstem Herzen. Gut, danke. Stell dir vor, so ein kleines Kebab-Kemam. Wie verkaufst du an einem schwerhörigen Schaf? Wie man einem schwerhörigen Schaf verkauft? Ja. Also wirklich sehr, sehr schwerhörig. Volljährig schwerhörig. Weiss es nicht. Oh. Sicher. Machst du jetzt etwas? Nein, wie würdest du es versuchen? Ein Bild zeigen von einem Schaf. Ein Bild zeigen. Und dann? Sagen, was es kostet. Okay. Hast du nichts mehr machen? Wie? Sie ist am Twitteren. Tweet. Franziska von Grünigen. Ja. Folgt ihr der Franziska schon? Twitter, wie ist dein Name? Du musst noch mal erklären. F von Grünigen. Alles am Stück. Gut, dann könnt ihr ihr folgen. Und dann tweetet sie. Tweet ist etwas von mir. Ja, schau mal. Kann ich dich filmen? Jetzt musst du mal, wo filmst du raus? Ja, das ist ein grosser Mann. Jetzt müssen wir mal schauen, wie der Typ da sitzt. Und schau mal, wie ich den Computer bediene. Ja, genau. Das hat mich... Es gibt ja Menschen, die mühen das. Mach nochmal. Es gibt ja Menschen, die mühen das, weil sie zum Beispiel so eine Anomalie haben mit den Armen, oder? Und die sind dann angewiesen, die können dann zum Beispiel auch mit den Zehen malen. Das könntest du jetzt einmal ausprobieren, ob du das kannst, was du für Fähigkeiten hast. Ja gut, dann machen wir das jetzt. Was soll ich malen? Ein Herz für mich. Wo? Da. Das ist jetzt aber noch schwierig. Willst du es filmen? Mhm. Und mich konzentrieren. Hängt man den überhaupt da ein?
Ja. Schön. Nur die Liebe zählt. Schön. Mhm. Soll da etwas reinmalen? Weißt du? Gut, gut. Am Anfang, Robin, am Anfang hat es ja in diesem Studio ein nach Parfüm geschmeckt, wo wir sind. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es eher ein bisschen nach. Na du, aber ich bin auf der Suche nach einem guten Witz. Weil viele kennen ja irgendeinen Witz, aber ja, niemand mag den eigenen Witz, den er kennt. Ja, ich kenne nur einen einzigen, findest den finde ich gut. Super, den finde ich toller. Ja. Aber den kennst du, den vom Ross? Nein. Du, wieso sagen dir alle Ross? Keine Ahnung. This is a wir philosophieren gerade ein bisschen über Liebe. Hä, Sharon Brunner? Ja. Wegen welchem Film? Wegen Medianeras. Um was geht's denn? Und zwei Leute, die in Buenos Aires wohnen und sie sind füreinander bestimmt, aber sie laufen sich nie über den Weg. Glaubst du, dass vielleicht irgendwo da in Zürich deine grosse Liebe wohnt? Oder wo wohnst du? Ich wohne in Winterthur und ich wohne mit meiner grossen Liebe zusammen. Ja, da musst du jetzt natürlich sagen, wenn es ein Band ist. Aber rot wird schon ein dabei. Ja. Es ist Liebe. Es ist Liebe, ja. Ja, das ist schön. Also bei mir könnte es ja sein, dass die grosse Liebe... Nein. Ich habe eigentlich aufgegeben, ich bin ja jetzt 30. Und der Daniel Johnson singt "And don't give up until true love will find you in the end". Ich glaube auch du wirst noch deine grosse Liebe finden, Robin. Meinst du? Ja. Ich habe sie ja schon verloren. Ja, vielleicht, hä? Ah, aber apropos. Wir suchen einen guten Witz, wenn wir schon im Thema sind. Guten Witz? Ja, ja. Es geht wirklich darum, ob man einen Witz kennt. Die meisten kennen ja irgendeinen Witz, aber finden den schlecht. Den, den sie kennen. Darum kannst du auch den schlechten Witz erzählen, den du kennst. Ich kenne einen. Der ist allerdings ein bisschen pervers. Ja, bring ihn. Also. Das ist für mich. Es läuft einer an einem Friedhof vorbei und sieht, wie zwei junge Grabsteine und Poppen sind. Und nachher der geht er zu denen her, er wird nur spitz, geht er zu denen her und sagt: "Hey, hey, komm bitte, lass mich auch mal dran. Lass mich bitte auch dran." Schaut den anderen an und sagt: "Grab dir selber einen aus." Oi, 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 du nekrophile Sound! Ihr habt es mitbekommen, heute hat sich alles rund ums Thema Witze gehandelt. Ein guter Witz und wieso? Wegen Joke TV. Ich schulde Joke TV schon ewig lang einen Witz. Das ist der YouTube-Channel, wo viele Menschen ihre eigenen Witze erzählen. Checkt doch den mal ab. Und der hat gesagt, er will unbedingt mal einen Witz von mir hören. Mein Witz spielt in Schweden. Ein Stadtmensch von Stockholm ist aufs Land raus, go Enten jagen. Gut, dann schiesst er eine. Und dummerweise landet die genau auf einem Bauernhof. Denkt er, fuck, ich brauche unbedingt die Enten. Also geht er zu dem Bauernhof, läutet anständig an der Tür und sagt: "Ah, meine Ente ist auf ihrem Grundstück gelandet", sagt der Bauer. "Haha, alle Tage schon gesehen, aber die Ente ist jetzt meine", sagt der Städter, der die Ente geschossen hat. "Ja, komm, das ist meine Ente, ich habe die geschossen", der Bauer meint. "Wir klären das so, wie wir das auf dem Land klären. Wir hauen uns jeweils eins in die Eier. Und der weniger laut schreit, der darf die Ente behalten." Der Städter sagt also okay. Steht breitbeinig parat. Der Bauer holt Anlauf und zwuff, haut ihm voll zwischen die Eier. Der Städter... und krümmt sich 20 Minuten am Boden. Nach 20 Minuten steht er wieder auf und sagt: "So, und jetzt bin ich dran." Dann sagt der Bauer: "Ah, nein, komm, kannst die Ente haben." Das war nicht nur endlich mein Witz für Joke TV, sondern auch meine letzte Handlung vom heutigen Tag. Ein Tritt in die Eier ist irgendwie einfach immer lustig. Darum sage ich dir jetzt: Gute Nacht, du Affe.